Hallo, hier ist Gudrun von Stempelfe. Wir machen heute noch einmal ein neues Komplettset auf. Das heißt, die Funde habe ich schon entfernt. Das andere zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar, das ist das Komplettset Kartenset Nostalgische Rosa. Da ist einmal ein kleiner Stamping Spot in Granit dabei. Dann ein kleines Stempelset mit der schönen Rose und den Sprüchen zum Geburtstag. Denk an dich, beste Wünsche, lieben Dank für dich und viel Glück. Und dann machen wir das mal zusammen auf. Dann habt ihr wieder so einen Acrylblock dabei. Hier ist einmal Band in Weiß und Dimensionals und diese kleinen Lackakzente. Dann haben wir Kartenaufleger in dieser Aquarelltechnik und hier mit so schönen, in den schönen Rosen. Das ist so wie so Wellpappe. Sind auch Kartenaufleger. Die sind auch im Aquarelllook in länglicher Form. Umschläge. Eins, zwei, drei. Drei mit dem Papier innen. Drei mit diesem. Dann drei in den Lachston. Dann haben wir Karten. Auch drei mit diesem Design. Das ist, glaube ich, eine Manschette, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir Karten mit einem Text im Hintergrund. Gefällt mir auch gut. Hier haben wir Labels, also so kleine Etiketten aus Wellpappe. Dann drei Karten nehmen. Ich glaube, das ist Papaya. Ich kann mal gucken. Hier haben wir einmal die Rose und die Blätter. Die sind schon vorgestanzt. Dann haben wir hier einmal die Verpackung für die Karten. Und hier sind neue Etiketten, die schon vorgestanzt sind. Noch einmal Glue Dots, Graupappe, die nicht wegwerfen. Ihr könnt ihr super für Mini-Alben nehmen oder für andere Sachen. Und hier ist nochmal die Anleitung dazu. Also einmal diese Karte, dann dieses und dieses Design und dann noch zum Schluss die Verpackung dazu. Und hier steht nochmal abgestimmt auf die Stamping-Up-Farben: Schwarz, Calypso, Flamingo-Rot, Granit, Minzmakrone und Safrangelb. Ja, schönes Set. Ich sortiere mal ein bisschen und dann basteln wir gleich auf jeden Fall diese Verpackung und eine Karte dazu. Wir fangen erstmal mit der Verpackung an. Dafür brauchen wir so ein kleines Etikett. Und das könnt ihr hier sehen. Das wird erst bestempelt. Ich glaube, ich war nicht im Bild. Das wird erst bestempelt. Das machen wir mal erst. Hier ist ja der kleine Stamping Spot in Granit und der Acrylblock dabei. Die lege ich immer zur Seite. Die kann ich später mal verlosen. Ich verwende einen Acrylblock von mir und auch das Stempelkissen, was ich so schon hier habe.
So. Ja, ein bisschen schief, aber okay. So, dann brauchen wir jetzt immer die Verpackung. Und da ist noch so eine Schutzschicht drum zu. Muss ich mal gucken, ob das von außen oder von innen ist. Also die ist von außen, die kann ich mir so abziehen. So zerkratzt die Box auch nicht. So. Also die ist schon so vorgefalzt, die kann ich mir einfach zusammensetzen. Wir haben diese Boxen ja auch im Sortiment, aber diese ist glaube ich etwas breiter. So, die haben wir schon mal fertig. So, jetzt wird hier gezeigt, wir brauchen diese Banderole. Die kann man ja hier so rumdrehen. Die ist auch schon vorgefalzt. Hier ist doppelseitiges Klebeband, da kann ich die Schutzfolie entfernen. Und kann die Banderole verschließen. Ist gerade. Dann nehme ich jetzt hier diese Rose und die beiden Blätter. So, da kommen. Das sollen Gludots sein. So, wir brauchen ungefähr 30,5 cm von dem Band. Aber ich mache das jetzt einfach, lass das dran. Noch immer einen Doppelknoten rein. Dann kommen ein paar von den Gludots hinter die Rose.
Klebe ich hier drauf. Das eine Blatt klebe ich hier noch drunter. Und das andere hier oben auf. So, dann ziehen wir das Etikett hier durch. Binden uns hier in die Schleife. Die Verpackung haben wir also schon mal soweit fertig. Dann machen wir jetzt mal eine Karte. Ich habe mich hier für die erste entschieden. Dann brauchen wir eine Grundkarte, den Kartenaufleger, brauchen eins von den Fähnchen. Also das brauchen wir. Wir brauchen noch so ein kleines Etikett mit grünem Rand. Dann diese Blitzerakzente brauchen wir. Der Menschenhals brauchen wir. Die Kordel brauchen wir auch. Den Umschlag habe ich hier schon mal hingelegt. Und wir brauchen die Rose. Und einen Spruch, der hier in das Etikett reinpasst. Denk an dich passt. Viel Glück passt auch. Ich finde immer den Spruch Denk an dich. Und noch das Blatt. Gut, wir fangen mit dem Aufleger an und stempeln uns da die Rose drauf. Okay. So, also testen. So, da soll der jetzt hin. Ja, da kommt es gut aus, ne? Jetzt kommt das Blatt. Einmal hier oben drauf. Und hier unten drunter. Okay. Das haben wir schon. Ach so, wir brauchen noch dann das kleine Etikett.
Dann stempel uns den Spruch. Wenn ich die Stempel noch nicht benutzt habe, dann stempel ich sie einmal ab, weil da immer noch so eine kleine Schutzschicht drauf ist. Dann wird der Abdruck auch besser. So. Das war's mit dem Stempeln. So, wie geht's jetzt weiter? Wir nehmen den Aufleger. Das kleben wir mit den Glue-Dots auf. So, das Fähnchen kommt nach rechts. Oder so. Das Etikett kommt mit der Menschenlist doch etwas erhöht. Hier drauf. Okay, dann wird das auf den Kartenaufleger geklebt. Und zwar mit Glue Dots. Hier sind zwar nur 4 auf der Zeichnung, aber ich nehme jetzt mal 6, damit es besser hält. Es sind ja genug drauf. So. Direkt an die rechte Seite. So, dann ist hier noch ein Stück Schleifenband oben drüber geschoben. Also von innen rein. Ich mache da jetzt einen Doppelknoten, damit sich das nicht noch verzieht. Dann schneide ich das ab und mache noch ein Schleifchen rein. Jetzt so kurz geschnitten, aber es geht. Nicht ganz gerade. So. Und dann kommen noch ein paar von diesen Lackakzenten. So, hier wird empfohlen, 3 Stück zu verwenden. Einen großen und 2 kleine. Also der große. Der soll in dem Bereich. Den kleinen, einer hier.
und einer hier. So. Ja, so eine süße Karte, ne? Haben wir noch einen Umschlag dazu. Dann können wir uns die erste Karte schon mit Umschlag in unsere Box packen. Und wenn man dann alle gebastelt hat, hat man ein schönes Geschenk. Wir sind da drin. Drei, sechs, neun Karten und eine Box. Ja, die kann man dann schön verschenken. Das gefällt mir richtig gut, das Set. Okay, das war das Set Nostalgische Rose. Dann sehen wir uns beim nächsten Set, was ich öffne. Und bis bald. Tschüss.